Okay. So, 89% für uns. Wenig überraschend. So, du sagst jetzt die Figuren dann, ne? Dann Okay, ich fang an. sag Bauer. Okay. Du hast das Brett offen, ne? Ja. Ja, Springer. Ich sehe alles. Sehr gut. Läufer. Bauer. Evans. Habe ich einmal gespielt, einmal gewonnen im klassischen Schach. Ja, sieh mal an. Letztes Jahr. Okay, Bauer. Aber ich kenne die Theorie nicht mehr so gut. Okay, ich glaube, es gibt verschiedene. Bauer als Hauptvariante. Es gibt verschiedene Züge. Ja. Bauer. Ja. Gucken, ob das funktioniert. Ich habe halt Evans jetzt analysiert, weil ich die Community-Partie gespielt habe auf YouTube. Und ich habe da auch noch ein Video gemacht für Ja, habe ich Patreon. gesehen. Das Habe ich sogar Community-Ding. gesehen. Ja. War aber ziemlich trocken, die Partie. Ja, total. Evans Gambit ist halt leider, ja, man muss sagen, ausanalysiert fast schon. Okay, Ja, deswegen das. spiele ich es nicht. Es gibt Naja, zu viele Wege ich auch nicht. irgendwie. Okay, Springer F6. Den kenne ich aber nicht. Okay, Bauer. Das sieht sehr gefährlich aus. Ja. Karl, mein Lieber, ich glaube, du hast hier schon einen großen Fehler gemacht, mein lieber Ah, Karl. Dame, glaube ich, Ah, ist ziemlich das stark. ist natürlich ein klassisches Motiv hier, Chat. Ja. Ja, Dame F7 greift halt alles an. Dame ist im Ist die Partie. Zentrum des Schachbretts. Also keine Warum? Chance. Warum nicht die Dubov-Variante? Stimmt. Travis Rice, die müssen ja auch mal spielen. Was war das nochmal? Läufer C4, Läufer C5 und dann. Ja, dann glaube ich. C3 und dann D4 und dann B4 Ja, genau so war das. danach. Ja. Aber die Variante ist schlecht. Also sollte man eigentlich nicht empfehlen. Ah, Aber macht Spaß, glaube ich. ne? Ist nicht so klar. Hast du ja analysiert. So, erstmal sag mal einen Zug hier. Okay, Dame. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Das hier, ja, das ist natürlich schon. Das ist gelaufen hier so ein bisschen schon, leider. Evans Gambit falsch gegangen für Schwarz. Okay. Okay, Läufer. Ist nicht so gut gelaufen. Also Springer F6 ist gleich schon. Springer G5 ging nicht, Jesse Pinkman. Den hätten wir einfach geschlagen. Mit dem Läufer oder mit dem Springer. Wahlweise. Ja. Ja, der war alles weg gewesen. König A1. Springer. Auf Hallo-Basis Aua. hier. Einmal Hallo zum König sagen. Genau, das ist so. Auf Hallo-Basis, Hallöchen. Direkt. Okay, jetzt ist, glaube ich, ziemlich vorbei. Da ist einfach was in der Öffnung schief gegangen. Sehr, sehr schief. Also ist auch nicht damit zu spaßen mit Evans Gambit. Da muss man schon sich schon ein bisschen auskennen. Okay, Dame. Läufer. Okay, den habe ich jetzt nicht erwartet. Du hast Läufer gesagt. Ja, Läufer C6 habe ich gedacht. BC6, Springer F7. Oh! Da hätte man noch eine Figur gewinnen können. Vielleicht die Dame sogar, stimmt. Ja, okay. Ja, wenn er wieder nimmt. Aber ich will matt setzen. Ja, ist auch eine gute Idee, würde ich sagen. Und jetzt verlieren wir so die Spiele. Wir spielen aber schon riskant für Quatsch. die Stellung. Okay, natürlich ist. Okay, warte. Du musst doch mal rechnen, junger Mann. Nee, geht das überhaupt? Können wir mal spannend hier. Okay, Läufer.
Lass uns das mal spannend machen. Okay, so spannend ist jetzt auch nicht. Ja. Dame. Dann Okay, Matt. da der König muss doch matt sein jetzt. Dachte ich zumindest, aber ist noch gar kein Matt, ne? Zack, zack. Ja, ich sehe noch nichts. Ich auch nicht. Okay, Dame. Okay, jetzt muss irgendwas gehen. Okay, erstmal spielen wir mal Springer. Auf jeden Fall ein sehr aggressiver König. Einfach in der Mitte des Spielbrettes. Notgedrungen muss er raus. Wo geht er jetzt hin? Ja, er hat nur er hat drei Felder immerhin. König Okay, E5. Springer. Das wird schön, kann ich euch schon mal sagen. Das wird schön. Das wird sehr schön. Springer. Ich habe es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ah, jetzt. Jetzt sehe Das ich es auch. Springer-Manöver. Das ist auch so ein typisches Motiv eigentlich bei Taktikaufgaben. Sowas. Kreisel, der Kreisel. Ja. Kreisel nennt man das Kreisel. Ah, da geht er dahin. Mitten ins Zentrum rein. Okay. Okay, jetzt sage ich einfach mal Dame. Okay, jetzt König auf E5. Eine Figur weniger. Was macht er denn da? King of the Hill. Schwarz hat gewonnen. Ja, genau. Ja, King of the Hill. Okay, Läufer. Das ist noch nicht matt. Noch nicht ganz. König kann immer noch weg. Jetzt verlieren wir noch, weil der König so weit vorne ist. Und unsere Das Dame wär's. irgendwie. Das wär's. Okay, ich spiele einfach mal Dame. So wahnsinnig viele Felder hat die Dame gar nicht. Ja, das habe ich auch gedacht. Dame G7 und alles safe. Geiler König hier, Chat. Okay, er kann sogar noch kämpfen, wenn er Dame E8 gespielt hätte, dann hätte er den Springer noch gewonnen. Das stimmt. Okay, jetzt einfach Läufer. So, jetzt sollten wir aber konsolidieren und der König ist auf D5. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Ja, Karl kämpft. Ich meine, er ist 7 Jahre Ja. alt, Leute, ne? 7 Jahre alt. Hallo? Ja, er spielt schon. Okay, er hat einen Fehler in der Öffnung gemacht, aber sonst. Okay, ein paar Fehler hat er schon gemacht. Aber okay. Das kann ich ihm verzeihen, glaube ich. C5, ja. Okay, Springer. Holen wir einfach alles. Ja, du willst alles, du bist gierig, sehe schon. Ja, ich bin sehr gierig. Warum nicht? Wenn die Stellung das erlaubt, dann kann man auch gierig sein. Oh, der läuft weiter nach vorne, der Wow, König. er läuft weiter. Er hat auf jeden Fall Sinn für Sehr. Humor. Sind für Humor, genau, der Kleine. Sehr schön. Okay. Warte, ich will jetzt. Jetzt Er wollen wir hat das sogar ein machen. paar Ideen. Er hat sogar ein paar Ideen. Wo ist das Matt jetzt? Okay, erstmal spielen wir mal. Okay, lass uns mal ganz trocken spielen. Ganz sicher. Dame. Okay, der war schlecht wahrscheinlich. Egal. Egal, Alles ja. gewinnt, aber Egal, trotzdem, Karl. Egal, Karl, wollte ich der war gerade jetzt sagen. nicht besonders. Ist nicht schlimm. Aber er kämpft C. gut. König C4 ist schon ein guter Zug, um zu kämpfen. Ich versuche hier noch was zu berechnen. Mal gucken. Zack. Okay, er muss matt werden. Also, wenn nicht, dann stelle ich in Frage, was ich gelernt habe bisher über das Schachspiel. Ja, ich habe das gedacht, Dame F7, dann hatte Tommy 6, das habe ich irgendwie übersehen.
Okay, jetzt wird er matt. Jetzt wird er matt. So viel ja, kann ich sagen. Ich glaube auch, dass das matt gesehen hat. Tag, Tag, Tag. Tag. Ich hatte ja kurz zeigen. Wem zeigen? Dem Chat mit Pfeilen. Stimmt, die Pfeile sehen. Oh, Turm B8, der kämpft. Nicht schlecht. Ja, Turm B8 habe ich nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Doch, der nimmt den Springer und dann setzen wir matt. Okay, aber es ist doch. Ah, ich muss sagen, ne? Dame. Ja. Es ist, glaube ich, ziemlich hoffnungslos. Aber er kämpft weiter. Ja. Jetzt muss er dazwischen ziehen. Der hat kein Feld, ne? Der muss den Turm dazwischen ziehen. Mhm. Okay, Springer. Sollte das jetzt nach Hause holen. Es gibt verschiedene Züge, die man hier spielen kann. Ja. Es gibt nur zwei Züge. Ja, ich versuche das Matz zu berechnen. Okay, ich glaube, es gibt noch kein konkretes Matt, aber. Ja. Okay, wir können es ja kurz mal versuchen. Wir stehen gleich im Schach auch noch, ey. Ich sehe schon. Ja, lass uns einfach mal. Okay, einfach Dame. Er hat gar kein Feld für den König. Nee, also er kann König uns nicht mehr Schach setzen. Der König ist im Patt hier. Ja. Der steht im. Ja. Matt auf C3. Der steht im Patt. Ja, Matt auf C3. Die unsterbliche Hand-and-Brain-Partie hier. Hast du zufällig. Gute Königswanderung. Hast du zufällig die Bullet-Partie gesehen von. Ne, mach es mal zu. Okay, Matt in 1. Ist das Matt in 1? Ne, ne? Doch, ist es. Dame? Ja. Dame ist Matt in 1, ja. Ja, Matt auf C3. Auch nicht schlecht. Matt auf C3. Matt auf C3 und dann. Der König steht im Weg für den Läufer. Ist auch ganz nett. Turm schlägt E3, sagt jemand. Wieso? Ach, holy shit, ey. Turm schlägt E3. Und dann Dame D2 Schach. Wow. Holy shit. Holy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, wie geil. Wie geil ist das okay, denn? Es ist Remis dann, glaube ich, oder vielleicht spielen wir schlechter. Nee, Dame D2 direkt. Dame D2 gewinnt einfach, glaube ich. Nee, Turm E3 zuerst. Turm E3 zuerst. Warum geht Läufer D3 nicht? König G1, Läufer schräg B5. Ah, die Dame. Wie? Jetzt? Nee, ich rechne, nee, zeige hier mal. Dame D2, König F1, Läufer D3 und dann König G1 und dann hängt die Dame noch. Also zuerst Turm E3 ist halt mega stark. Wow. Turm E3 ist halt ausgeglichen jetzt. Die unsterbliche Partie, die man. Die kann so eine Partie so krass einstellen. Total geil. Oh mein Chat hat's gesehen, also mehr Leute hier. Turm E3, Turm E3, wie geil. Oh mein. Nice. Das ist aber lustig, oder? Ja. Da sieht man wieder, viel Kämpfen lohnt sich. Das wäre echt geil gewesen, wenn er das gesehen hätte. Das wäre echt wirklich genial gewesen. Mhm. Ich glaube, wir haben an mehreren Stellen gepatzt. Der größte Blunder jemals. Okay, ich weiß nicht. Gepatzt weiß ich jetzt nicht, ob ich da. Ja, kurze Rochade am Ende, klar, okay. Lustig. Lustig. Sehr, sehr witzig über die. Er hat gekämpft. Er hat krass gekämpft. 7 Jahre alt. Danke, Karl. Danke für die Partie. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch einfach meinen Zweitkanal The Big Greek Gaming and Reactions, denn dort veröffentliche ich hauptsächlich Highlights aus meinen Streams. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.